Hallo, willkommen zurück zu Princess Peach Showtime. Im letzten Part hatten wir Kung Fu Peach wieder einmal in einer sehr trittstarken Theaterstück-Episode. Und jetzt sind wir hier wieder im Keller für den Kung Fu, für die Kung Fu Seele, beziehungsweise Kung Fu. Na, wie heißt das nochmal? Kritzerli? Funkeli. Genau, so hieß das Ding. Dem Kung Fu Funkeli. Hier in diesem Stück, die Faust der dunklen Schule. Mit fünf Kristalle und eine Schleife. Dann treten wir aber direkt rein. Oder besser gesagt, treten wir zu. Mal sehen, ob wir denen helfen können. Beziehungsweise wie wir denen helfen können. Nach dieser Ladezeit. Kung Fu! Peach. Ich habe eine unheilvolle Vorahnung. Könnte die Funkeli hier irgendwo sein? Funkeli. Was habe ich gerade gesagt? Funkeli habe ich gesagt, oder? Kurz, okay, jetzt will ich das grüßen. Kann ich hier hoch? Der Felsen, er ist so schwer. Ah, das ging schnell mit der Schleife. Dann haben wir schon mal das. Sehr gut. Oh, irgendwie mehr Steine. Die wollen uns aufhalten. Nicht, wenn wir es zuerst tun. Aua. Aua. Es. Haha. So. Zweimal werde ich treffen lassen. Das ist nicht gut. Und hier ist ein Secret. Vielleicht jetzt sogar mit unserem ersten Kristall. Das wäre schön. Sieht aber nicht so aus. Ist jetzt nur Geld? Oh, geht's ja. Doch, unser erster Kristall. Sehr schön. Mal wird der zweite? Der zweite Kristall? Haben wir den ersten schon verpasst? Das kann nicht sein. Es war doch nicht so viel Weg bis hierhin. Warte, lass mich noch mal kurz gucken. Ist hier irgendwas Verdächtiges? Nein, hier war die Schleife. Kann ich den hinten? Das hier? Nee. Hier ist der Start. Hier hinten ist nichts. Warte, kann ich denn vielleicht hier rauf? Ich kann hier rauf. Oh, gut, dass ich nochmal nachgesehen habe. Denn sonst hätte ich den verpasst. Also der war echt gut versteckt. Aber hier, das ist ein Hinweis. Hier dieses Geländer hier. Dass es hier oben weitergeht oder man dahin kann. Also immer schön die Augen offen halten. Oh, mehr Steine. Die wir alle kaputt machen können. Als ob ich jetzt nicht getroffen habe. Jetzt einfach weghauen, okay. Upp. Immer diese Steine. Wo geht's lang? Da hinten geht's lang. Ach du Heiliger. Kann ich? Haha. Also auf diesen Dingern zu kämpfen, ist gar nicht mal so einfach. Ah, und unser nächster Kristall ist hier. Nummer 4? Kann ich aber runter? Bitte? Nein? Ach, das ist doof. Ach, verdammt. Nehmen wir Stab. Geh weg. Bam.
War's das? Ja, das war's anscheinend. Also jetzt mal ernsthaft. Du musst wirklich jeden Pixel anschauen. Weil, wo war der dritte Kristall? Das muss ich mir wirklich mal privat einmal angucken. Weil wie gesagt, das war wirklich wieder kein Weg bis... Oh nein, der Kung-Fu wurde... Dingenskirchen. Frau Käfli mit großer Kraft. Will ich dir zeigen, was ich vermag. Der ist schon wieder. Der hatte schon den letzten Part. Oh, jetzt haben wir ihn dreimal. Super. Ach, herrje. Und er hat den Funkeli. Bam. Wir müssen wirklich... Bam. Wir müssen im richtigen Timing. Au. Als ob. Als... Ich hab doch... Ah, ich muss auch springen. Sag das doch gleich. Meine Fresse. Und... Bam! Du bist kaputt. Noch ein Herz, dankeschön. Uff. Und du bist auch weg. Oh, danke für die Herzen, das ist gut für mich. Gar nicht übel. Genug gespielt, machen wir ernst. Bam. 1, 2, 3. Haha, auch verdammt. Und für dich. 1, 2. 1, 2, 3, 4. Oh, jetzt kommt der Große. Kamehameha! Ernsthaft? Haha, jetzt hat's funktioniert. Und dafür der letzte Kristall. Und der Kung-Funkeli ist gerettet. Aber es ist noch nicht vorbei. Der lebt ja immer noch. Er greift an, mach ich bereit. Uffuhuhuhu. Bist du immer noch nicht tot? Meine Güte, bist du stur. Wir haben deinen Tricks geschaut. Wenden wir jetzt auf einen Streich. Bäm! Jetzt ist er endlich mal K.O. und hält seine Klappe. Also erstmal, wo war der dritte Kristall? Kung Fu Mehrfachschleife für Stella. Fortsetzung folgt. Okay, dann sind wir hier fertig. Zumindest von der Geschichte her. Haben den Funke gerettet. Übung weist den Weg zur wahren Größe. Und wir gehen wieder hoch in das letzte Stockwerk. Ja, wir sind schon relativ kurz vorm Finale. Das vierte OG ist das letzte Stockwerk.
Und dort werden wir wahrscheinlich dann auf Frau Grape treffen, als Boss dieser Etage. Aber wir sind noch nicht so weit. Wir müssen noch ein paar Theaterstücke hinter uns bringen. Apropos. Was hat denn Stella für eine Schleife bekommen? Ja, warum nicht? Trinkt sie das erstmal. Ja. Der festliche Umzug mit Eiskunstlauf. Na, das kann das werden. Ich mag Eiskunstlauf Peach nicht wirklich so und auch die Stages dazu. Also zumindest die letzte Stage, die wir dazu hatten. Irgendwie, keine Ahnung. Hat es mir nicht so gut gefallen. Aber mal sehen, was hier passiert. Gut, wie viele Kristalle? Wie schön, dass sich uns anschließt. Wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ja, 7. Ich habe mich nicht verzählt. Ist denn hinten was? Ich muss hinten nachsehen. Ich freue mich, dass du dabei bist. Aha, hier ist was. Oh, ein bisschen Geld. Und wir haben was ausgelöst. Weg da! Hey, runter vom Festwagen! Die schon wieder. Seht mal her! Sondern ja, ist der Umzug erledigt. Wir machen sie fertig durch Pirouetten. Bitteschön. Haha! Ein Kristall. Den ersten. Danke. Beginnen wir mit unserem von vorn. Alle freuen sich auf der Hauptbühne. Amüsieren wir uns. Ah. Wir müssen wieder Pirouetten und Sprünge machen. Der Festwagen gehört uns. Nein, das tut es garantiert nicht. Ich kann mich nicht auf alles konzentrieren. Ja, genau deswegen mag ich es nicht. Ich soll mich hier auf die Bühne konzentrieren, ich soll mich hier auf Pirouetten und Sprünge konzentrieren und dann auf den Kristall. Danke dafür. Und wenn ich eins verpasse, dann kann ich mich nicht auf das andere konzentrieren und dann verpasse ich mehrere von denen. Das heißt, ich muss mich entscheiden, was will ich machen? Den Kristall oder die Gegner? Oder das Tr oder die Kommandos? Ja, von vorn bitte nochmal. Amüsieren wir uns. Ich glaube, jetzt kommen die Gegner, oder? Ja. Und gleich kommt der Sprung.
Und der Kristall. So. Haben wir jetzt alles. Ich habe bestimmt garantiert irgendwas verpasst und deswegen kriege ich jetzt diesen Kristall nicht mehr. Kann das sein? Ja. Toll, danke dafür. Darf ich das gleich nochmal machen? Wenigstens habe ich hier Schleife. Deswegen mag ich einfach so. Warte, was? Warum hat das jetzt nicht funktioniert? Was habe ich jetzt wieder falsch gemacht? Liebes Spiel, kannst du mir das sagen? Ich habe doch alles zum Leuchten gebracht. Aber nein, Spiel. Weil ich garantiert irgendwas verpasst habe. Irgendwelche Symbole. Warte, was? Jetzt ist Schluss mit dem Umzug. Nein! Hier, niemand auf uns. Was können wir tun? Tun wir einen Störungsversuch. Den zeigen wir Speech. Was sehe ich denn da? Das hätte ich fast auch übersehen. So. Springen. Ja, als ob. Kommst du nochmal? Nein? Doch. So. Wenigstens habe ich das. Eiskunstlaufen. Jetzt wieder das wahre Finale. Sind wir treten? Ist er aktiv für dich? Alles dreht sich. Hui. Yay. Aua. Danke. Wir müssen sie retten. Aua. Geht die Face weg. Haha. Das ist meine Tänzerin. Als ob, den ich nicht bekommen habe. Haha. Was? Wie? Komm doch her. Kannst doch mit. Oder halt nicht. Yay. And he's dead. Immer noch mal diesen Kristall. Nee. Ich mag die Stages trotzdem nicht. Na gut, ich werde versuchen, privat die letzten beiden Säulen oder zumindest eine von denen. Das Nervige dabei ist, man muss halt die Stages immer komplett von vorne nach hinten spielen.
Also man kann nicht bis zur entsprechenden Stelle skippen, um halt den Kristall, den man haben will, einfach so zu sammeln. Nee, man muss wirklich von ganz von vorne an wieder das spielen. Und das ist halt nervig, wenn man quasi nur einen einzigen Kristall hat oder braucht und man den vielleicht wieder verkackt und man das Ganze nochmal von vorne machen muss. Zum dritten und vierten Mal. Das ist einfach nur nervig. Okay, genug aufgeregt. Ziehen wir das für Stella an. Ein sehr hübsches Blau, finde ich. Und gehen dann erstmal in den Keller. Ich würde sagen, ich mache das jetzt am blödesten. Der nächste Part würde dann, diesen Level und das andere Level da oben. Da wird der übernächste Part dann. Ich lebe gerade zeitlich, wie ich das zeitlich organisiere. Ja, komm, ich beende einfach den Part hier an der Stelle. Nicht, dass ich jetzt den ganzen Part mit Überlegen verschwende. Okay, dann gibt es im nächsten Part dann die nächste Eiskunstlauf-Vorstellung. Und ich freue mich jetzt schon. Uiuiui. Dunkles Eis und finstere Bühne. Yay, das wird ein Spaß mit Eiskunstlauf, Peach. Ich will. Nein. Egal. Jedenfalls, wir sehen uns im nächsten Part an dieser Stelle wieder. Bis dann sage ich bis dann und Aloha.